Hallo, mein Name ist Carmen Claire Wetere und ich betreibe die Galerie Incontro. Die Galerie heißt Incontro, weil es ein Ort der Begegnung sein soll. Das kommt aus dem Italienischen. Wir sind ja eine halb italienische Familie. Und Incontro steht für Treffpunkt, ein Treffpunkt für Kunst, ein Ort, wo man Kunst begegnen kann. Ich sehe mich als Kunstvermittlerin. Ich bin ja das Bindeglied zwischen den Künstlern und den Kunden oder den Betrachtern, die in die Galerie kommen. Und das macht mir auch Spaß, zu erklären, was die Künstler dort tun, warum sie wie arbeiten und den Menschen die Kunst einfach näher zu bringen. Ja, Ziel meiner Galerie war es natürlich immer, langfristig mit Künstlern zu arbeiten. Das heißt, Künstler zu finden, mit denen man gemeinsam einen Weg gehen kann, wo man gemeinsam was aufbauen kann. Für mich ist es ja ganz toll, neue Künstler natürlich auch zu entdecken. Das ist immer ganz spannend. Da hat man ja so einen Entdeckergeist irgendwie, dass man jemanden findet, den man wirklich gut findet, der einen fasziniert und den man dann auch aufbauen kann. Manchmal dauert es natürlich, bis das Publikum einem dann auch wirklich folgt. Also muss man manchmal ein bisschen Geduld haben. Aber wichtig ist einfach, dass man an die Künstler glaubt und an ihre Qualität und sie einfach immer wieder zeigt. Die Galerie Incontro wurde 1991 von Carmen Claire Wetere in Altdorf gegründet. Wetere lebt bereits von Kind an mit Kunst. Ihr Vater Giovanni Wetere ist bildender Künstler. Ihre Mutter Brigitte betrieb früher eine Galerie. So ist sie schon als Kind mit Künstlern, in Ateliers und mit Kunstmessen aufgewachsen. Ein Jahr nach dem Abitur begann sie ein Studium der Kultur- und Kunstwissenschaften an der Universität Bremen und eröffnete gleichzeitig ihre Galerie. Schon bald folgten erste Messeteilnahmen auf der Art Multiple in Düsseldorf. Später folgten Art Cologne, Kunst Köln, Art Bodensee in Dornbirn, Art Karlsruhe, Art Miami, Arte Fiera in Bologna. Die Galerie befindet sich in einer ehemaligen Zigarrenfabrik aus dem 19. Jahrhundert. Im selben Gebäude befinden sich auch das Atelier des Vaters und das Modeatelier der Mutter. Der Skulpturengarten hinter der Galerie ist ja nicht irgendwie ein kleiner Garten, sondern es ist ein großes Gelände von ungefähr 15.000 Quadratmetern, in dem es, was für die Ausstellung sehr schön ist, eigentlich verschiedene Inseln gibt, sodass man Künstler sehr unterschiedlich gruppieren kann und auch ganz unterschiedliche Dinge dort zeigen kann. Also Dinge, an die man näher rangeht oder auch manchmal Installationen, die man von Weitem sehen können muss. Ich habe ja viele Ausstellungen auch im Skulpturengarten draußen organisiert und eine der tollsten waren ganz sicher die Trash People von H.A. Schold. Also man sieht ja, die kamen wirklich wie Müllsoldaten damals den Hügel runterspaziert und bei der Eröffnung hatten wir auch wahnsinniges Glück mit dem Wetter. Das war wirklich eine Volksfeststimmung damals. Ich habe ja auch öfter Schulklassen oder auch Erwachsenengruppen in der Galerie für Führungen. Und dabei finde ich es unheimlich wichtig, die Hemmschwelle abzubauen, die viele Menschen ja doch erstmal mitbringen. Und Menschen an Kunst heranzuführen und zu zeigen, dass Kunst auch einfach Spaß machen kann. Ich glaube, dass viele Menschen falsche Vorstellungen von dem Beruf der Galeristin haben. Die meisten kommen ja erst, wenn eine Ausstellung fertig gehängt ist, dann sieht alles gut aus oder man zeigt einen schicken Messestand, aber die ganze Arbeit drumherum, die sieht man ja meistens nicht. Als Galerist ist man ja irgendwie alles in einem. Logistiker, Verpacker, Transporteur, man muss die Sachen rumschleppen, Bürokraft ist man natürlich, neuerdings auch Social Media Managerin und Website Designerin und irgendwie ganz viel in einem. Wenn ich einen neuen Künstler kennenlerne, ist für mich Authentizität unheimlich wichtig. Das heißt, ich möchte nicht nur gute Arbeiten sehen, sondern möchte auch den Mensch dahinter sehen und gucken, ob das für mich dann alles zusammenpasst, der Mensch, sein Leben und sein Werk, ob das so eins ist.
Und dafür bin ich am liebsten auch in den Ateliers, gucke dort, wie die Arbeiten entstehen. Dann sieht man ja auch eine Entwicklung, wie der Künstler arbeitet. Und ich kann mich ihm auch anders dann nähern. Also ich verstehe noch besser, warum er wie arbeitet. Und dann kann ich es auch besser den anderen Menschen wieder näher bringen.